Diese WM ist so bekloppt und so crazy und es zeigt einmal mehr, es ist einfach untippbar. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Wir machen ein Video über das komplette WM-Viertelfinale, weil es ist so viel crazy Shit passiert. Das kann man auch alles mal in ein Video packen und ihr seht es auch am Thumbnail. Die Geschichten dieses Spieltages sind alle zusammengefasst. Wir haben das Spiel der Franzosen gegen die Engländer. Wir haben das Spiel der Kroaten gegen den WM-Favoriten Brasilien. Dann haben wir das Spiel des anderen WM-Favoriten Argentinien gegen die Holländer. Und dann haben wir noch die Geschichte dieses Turniers, die Marokkaner gegen Portugal. Und in jedem Spiel wurde es hochdramatisch, hochemotional. Und lass uns doch mal mit den Kroaten anfangen. Dieses Spiel habe ich nicht gesehen und das konnte man ja auch gar nicht im Free TV gucken. Aber es ist wieder einmal sinnbildlich, dass entweder die Brasilianer vercoachen sich und es ist dann klar, dass einfach dieser sechste Stern unerreichbar ist. Oder aber die Kroaten sind zu abgezockt, wenn es darum geht, in einer Verlängerung oder in einer Elfmeterschieße zu gehen. Ich hatte jetzt letztes doch gesehen, dass quasi die Kroaten nur ein Spiel hatten in ihren letzten K.O.-Spielen, EM mit eingerechnet, weil es nicht in die Verlängerung ging. Und das war das WM-Finale 2018 gegen die Franzosen. Und die Franzosen 4 zu 2 gewannen am Ende. Ansonsten immer mindestens Verlängerung. Und anscheinend haben die Kroaten richtig, richtig starke Nerven, was das angeht. Und können sich dann über die Overtime irgendwie retten. Und eigentlich sah es ja selbst in der Verlängerung schon nicht so gut aus. Denn Neymar machte das 1 zu 0, aber 10 Minuten später legten dann die Kroaten nach. Und mit dem ersten Torschuss der Partie fällt dann das 1 zu 1. Und im Elfmeterschießen kommt wieder unser Freund Livakovic zum Einsatz, der einen Elfmeter hält und der zweite, Livakovic wird nicht mal war schon in der anderen Ecke und Freunde, ich sage auch ehrlich, wer solche Elfmeter schießt, der braucht sich dann auch nicht wundern, wenn er nicht Weltmeister wird. Livakovic liegt schon in der rechten Ecke. Und ich weiß gar nicht mehr, was war es, Rodri, der schiebt ihn dann rüber auf die linke Seite, aber da dann an den Pfosten. Und die Sache war erledigt. Kroatien, überraschenderweise im Halbfinale. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man ja die WM-Historie so sieht, 2006 gar nicht dabei gewesen, 2010 glaube ich auch nicht, 2014 in der Gruppenphase raus und danach zweimal Halbfinale Minimum. Und das ist schon echt stark, weil eigentlich hatten die Kroaten nur ein überzeugendes Spiel. Und das war das 4 zu 1 gegen Kanada. Ansonsten, die anderen beiden Spiele waren ein 0 zu 0 gegen Belgien und eben gegen Marokko. Und mit diesen 5 Punkten hat es am Ende gereicht, bis ins Halbfinale zu kommen. Kroatien hat auch erst 2 Gegentore kassiert auf 90 Minuten gerechnet. Und das ist dann schon nicht ohne. Also dementsprechend, 2018 war ich ja für die Kroaten. Und ich würde es ihnen auch irgendwie gönnen, so die goldene Generation, die letzte Chance, einen Titel zu holen. Problem ist, sie spielen gegen Argentinien. Und ich habe halt, wie ihr wisst, dicke Aktien in die Argentinier. Weil ich will, dass die Argentinier Messi ihren verdammten, seinen verdammten WM-Titel holen, damit er seine Karriere am Ende noch krönen kann. Und jetzt spielen sie halt gegeneinander. Und ich sage aber, Augment Early, man muss die Kroaten nach 90 Minuten schlagen. Ansonsten, ich glaube, wenn es dann um eine Nervenschlacht geht, dann haben die Kroaten vielleicht einen kleinen Vorteil, zumal die Kroaten auch knochenhart spielen, wirklich in jeden Zweikampf gehen. Und das ist schon eine andere Hausnummer. Argentinien, die haben es natürlich auch hochemotional und spannend gemacht. Haben schon 2-0 geführt.
Und wieder einmal bleibt festzustellen, ohne Messi geht halt gar nichts. Den Pass zum Einzelnen, den würde ich ganz gerne heiraten wollen. Und das 2:0 war dann ein Elfmeter, den natürlich El Maestro Lionel Messi sich nimmt. Und anstatt dass das Ding dann sauber runterzuspielen, wechselt Louis van Gaal dreimal und niemand, wirklich niemand versteht diese Wechsel. Nicht mal die Holländer, die würden wahrscheinlich alle über ihn schimpfen. Am Ende sind es aber genau diese Wechsel, die für das 2:2 sorgen. 83. und 101. Minute. Weil es gab nämlich 10 Minuten Nachspielzeit und gerade der letzte Freistoß war einfach wieder so ein Freistoßtrick, wo ich mir wieder denke, wie kann man auf diesen Trick reinfallen? Und das ist dann wieder, ja. Am Ende nützt es den Holländern aber nichts, denn sie verschießen zweimal. Martinez heißt er, glaube ich, hält zwei Elfmeter, die übrigens auch sehr stark gehalten waren, lässt die Holländer verzweifeln und sie fahren nach Hause und Argentinien kommt ins Halbfinale und kommt dem großen Traum endlich noch einen Schritt näher. Es sind nur noch zwei Spiele und noch zwei Siege und sie haben ihren Traum erfüllt. Und ich sage auch ehrlicherweise, es ist gar nicht so abwegig, dass es mal kein Europäer wird. Wir hatten vor 4 Jahren vier Europäer im Halbfinale mit England, Belgien, Frankreich und den Kroaten. Und jetzt sind es nur zwei. Frankreich erfüllt die Pflicht gegen England. Aber das, was ich gelesen habe, ist das alles andere als verdient. Einmal hätte England glasklar einen Elfmeter kriegen müssen. Die anderen beiden Elfmeter waren wohl auch berechtigt und Harry Kane semmelt den letzten dann am Ende einfach drüber. Und das ist dann wieder so ein Punkt. Ist es dann am Ende die individuelle Qualität? Ist es am Ende einfach typisch England, dass es dann wieder nicht reicht für den großen Coup? Ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen, will ich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann bringt das auch nicht viel. Fakt ist, ich habe die Franzosen unterschätzt. Ich dachte ja, sie gehen in der Gruppe raus. Jetzt sind sie bis ins Halbfinale vorgekommen. Aber ich sage es nochmal, richtig überzeugend haben sie bisher auch nicht gespielt. Das war nur gegen die Australier, wo sie überzeugt gespielt haben. Sie haben halt sogar gegen Tunesien verloren. Und das sagt jetzt auch schon viel. Dann Achtelfinale war Polen, wo, ja gut, die Nummer war halt relativ souverän am Ende. Das war doch noch überzeugend. Hat muss ich zurücknehmen, wobei Polen nicht drei Tore schlechter war, beziehungsweise zwei Tore schlechter war. Meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt in der Nachbetrachtung noch gebe. Und jetzt gegen England, wie gesagt, eigentlich sagen viele, England wäre wohl der verdientere Sieger gewesen. Und dann sind es zweimal, ja, die individuelle Qualität, die dann dafür sorgt, dass die Franzosen am Ende weiterkommen. Tchouaméni, die einfach mal abzieht und ein Kopfball von Olivier Giroud, der jetzt endgültig Frankreichs Nationalrekordverschütze ist. Und Zinedine sie dann überholt hat. Das ist ja auch beeindruckend, was der Mann gerade so erlebt. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Weltmeister im Halbfinale und man kann nichts mehr ausschließen. Vielleicht verteidigen sie ihren Titel und das Finale von vor 4 Jahren wäre theoretisch nochmal möglich. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, da muss ich wirklich fast sagen. Also zum einen ist es natürlich ein Fußballmärchen und dafür gucken wir alle Fußball und dafür lieben wir alle Fußball. Denn erstmal muss ich sagen, ich finde ja Portugal immer mega overhyped. Ich verstehe nicht, wie die Leute immer sagen, ja, Portugal, voll der krasse Kader, die kommen bestimmt weit, die können Weltmeister werden oder sonst was. Ja, die haben gute Spiele, aber bei welchem Turnier sind die mal wirklich weit gekommen? Jetzt werden viele sagen, ja, EM 2016.
Da sind sie zwar Europameister geworden, aber sie haben nicht ein einziges Spiel auf 90 Minuten gesehen gewonnen. Nicht eins. Sie sind gerade so als Gruppendritter irgendwie durchgerutscht in ihrer Gruppe. Achtelfinale und Halbfinale immer mit Verlängerung oder Elfmeterschießen. Und im Europameisterschaftsfinale gegen Frankreich auch mit so einem Luckshot dann auch irgendwie gewonnen. Dann natürlich die Euro 2021, auch nur Gruppendritter, sogar gegen Deutschland verloren. Und dann auch da im Achtelfinale rausgeflogen. Bei der WM. Das letzte Mal im Halbfinale war man 2006, wo man dann im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland angetreten ist. Also, ich kann das schon. Ja, Portugal ist irgendwie für mich irgendwie ein Kandidat, die irgendwie immer nie so wirklich weit kommen. Und deswegen, ich hätte jetzt gerne damit gerechnet, dass Marokko unter die besten vier kommt, aber ich finde Portugal trotzdem immer overhyped und ich hoffe mal, jetzt wird das dann auch jedem klar. Auch wenn es jetzt natürlich ein unrühmlicher Abgang ist für Cristiano Ronaldo, den zweitbesten Fußballer der Welt aktuell. Und ihr seht es ja auch auf dem Thumbnail, was er für bittere Tränen geweint hat, nachdem ihm das verwehrt geblieben ist, weil er wohl nie Weltmeister sein wird. Aber am Ende ist es halt die Story dieses Spiels, dass Marokko am Ende mit einem einzigen Türchen hier ins Halbfinale kommt. Sie haben erst ein Gegentor kassiert im gesamten Turnier und das war sogar ein Eigentor. Aber was wirklich übertrieben ist, ich gönn's Marokko wirklich, aber wirklich. Ich war gestern in der Bochumer Innenstadt. Wir wollten einfach nur ins Theater gehen und um 18 Uhr machen die Autokorso. Und ich komme wieder um 9 Uhr und die fahren immer noch und machen immer noch Autokorso. Leute, das war jetzt der Halbfinaleinzug. Ihr habt jetzt Geschichte geschrieben, als erste afrikanische Mannschaft überhaupt. Aber was bringt euch das, wenn ihr am Dienstag gegen Frankreich rausfliegt? Dann ist das Geschrei wieder groß. So was kann man dann im Finale machen oder wenn man am Ende Weltmeister wird. Aber so finde ich das tatsächlich ein bisschen crazy. Und um das jetzt mal einzuschätzen, es ist, diese WM ist crazy. Man kann es nicht tippen. Normalerweise müsste man sagen, ja, Frankreich macht das easy, aber andernfalls, man muss Marokko zutrauen, dass sie wieder irgendeinen Kniff haben, diese Franzosen zu schlagen und dann ins Finale einzuziehen. Irgendwie muss man es ihnen ja zutrauen. Und ganz ehrlich, ich würde mich sogar freuen, für die Marokkaner hier ins Finale zu kommen. Sie werden dann gegen Argentinien verlieren, weil ich will, dass Messi seinen Titel holt. Aber das wäre noch eine schöne Story. Und wie schön wäre das vor allem, wenn jahrelang Europäer bei der Weltmeisterschaft dominiert haben, was Titel angeht, weil seit 2002 hat kein Nicht-Europäer mehr gewonnen. Und dann würden Argentinien und Marokko im WM-Finale stehen. Und entweder gibt es den Südamerikaner oder den ersten Afrikaner. Das hätte auch irgendwie was, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt gehen müsste, ich würde wahrscheinlich auf Argentinien gegen Marokko im Finale gehen. Das Wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich Argentinien gegen Frankreich. Hatten wir auch bei der letzten WM und dann hat Frankreich spektakulär noch gewonnen. Oder die Neuauflage von 2018. Auch die wäre faktisch noch möglich. Ich bin gespannt, wie eure Finalpaarung wäre, was ihr hier tippt, wie ihr die Viertelfinals einschätzt. Ich bin raus und wir hören uns dann zu den nächsten Videos. Es kommen ja noch mindestens drei Videos bzw. vier. Und dann könnte schon Weihnachtspause sein. Und wann immer sonst noch irgendwie was passiert. Ihr wisst, wo ihr mich findet. An der Stelle Hahu zu Beginn.